Hallo Leute, weiter geht's bei God of War 2. Wir haben jetzt hier mittlerweile eine gute Stärke erlangt, würde ich sagen, für diesen Abschnitt des Spiels. Und wir müssen jetzt durch diese Tür brechen. Und die einzige Möglichkeit, durch diese Tür zu brechen, man sieht schon an diesem Symbol an, ist der Zorn der Titanen. So, gleich wieder Stopp, um nichts zu verschwenden davon. Und nun zurück in diese Höhle. Rainbow Dash, wir kommen. Fahr! Was wollt ihr eigentlich noch? Ihr nervt doch einfach nur gewaltig. Wisst ihr das? Du weißt es offensichtlich nicht. Gib deinen Arm her. Schrei hier nicht rum. Das ist mein Job, verstehst du? Mein verdammter Job. So. Wir haben ja jetzt eine wichtige Mission. So, sehr gut. Wie gesagt, die Mission ist Rainbow Dash zu befreien. Dieser scheiß Titane soll unser Rainbow Dash in Ruhe lassen. Wir haben schon über 2000 Orbs schon wieder. Geil. Da können wir nochmal speichern. Das nutzen wir am besten auch. Nö, wir können doch nicht speichern. Wir müssen erstmal ein paar von diesen Typen in die Fresse hauen. Sag deinem Kumpel mal Hallo. Warum nicht? Weg mit dir. Ich könnte jetzt speichern, während ich kämpfe, aber habe ich keine Lust. Seht euch mal die Füße von diesen Viechern an. Das sind irgendwelche Ziegengestalten, keine Ahnung. Jetzt geh doch weg da. So schön in... nicht HD, aber in Nahaufnahme zerstückelt. So, wir speichern. Ich sehe gerade die Zeit. 14.02 Uhr. Das stimmt so nicht. Ja, wenn ich euch da gerade aktualisieren darf, es ist jetzt, Moment, genau, 10.19 Uhr. Für alle, die es interessiert. So, wir müssen offensichtlich den langen Weg nehmen. Hier entlang. Hoch da, jawohl. Hier hoch. Hört mal auf den Hintergrundsound, der ist irgendwie verstörend. Ja, jetzt nicht mehr. Vorhin dieses... Na, natürlich kommen wieder solche verkackten Viecher. Lass mich in Ruhe. Ist nicht gesund für euch. Du komm her. Und du geh weg. So. Der eine ist, glaube ich, abgehauen auf die rechte Seite, aber ist mir egal. Ist mir egal jetzt. Hier muss ich runter, oder was? Ja. Passt. Und jetzt hier rüber. Und dann hoch. Ja, ein kleines... Nee, ist kein Labyrinth. Im Gegenteil. So, aber jetzt sind wir wieder hier. Bei unserem... Hallo Kratos, würdest du bitte absteigen? So. So, und nun. Wollen wir diesen Händen mal ein wenig zeigen, wer hier der Chef ist. So, loslassen hier. So. Dieser Finger hier auch noch. So, kurz warten. Und dieser Finger hier auch noch. Lass Rainbow Dash in Ruhe. So, komm her, komm her. Sehr schön. Rainbow Dash geholfen. Nochmal hier runter gehen, weil da ist noch eine Kiste. Nehme ich natürlich noch mit, obwohl ich sie nicht brauche. So, und gehen zurück zu Rainbow Dash. Rainbow Dash, geht's dir gut? Rainbow Dash, alles klar? Alles klar? Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Jawohl. So, jetzt wird wieder ein bisschen geflogen. Macht echt Spaß. Am besten nicht irgendwo gegenknallen, würde ich sagen. Das wäre nicht so schön für unser kleines Rainbow Dash. Sprinthieb nach vorne. Ja, weiß ich doch. Da müssen wir jetzt offensichtlich wieder kämpfen. Ja, ich sehe nichts. Ist ziemlich hell. Kratos, sieh die Insel der Schöpfung. Die Heimat der Schicksalsgöttinnen. Hier beginnt er, der Pfad deiner wahren Bestimmung. Die Insel steckt voller Gefahren.
Sie wurde geschaffen, damit niemand die drei Schicksalsgöttinnen erreicht. Die Macht der Göttinnen kann dich zu dem Moment zurückbringen, in dem Zeus dich verraten und getötet hat, Kratos. Und dein Schicksal änderte. Und das anderer. Habe ich verstanden. Ja? Wow! Irgendwie bringt das alles nichts. Schnapp ihn dir! Dieser verdammte Vogel! Ah. Tschüss! Wo seid ihr? Alle besiegen! Alle! Los, nehmt das und dies und jenes und alles und überhaupt! Los, geht weg! Geht weg! Sagte, geht weg! Muss ich einfach nur lange genug überleben, oder was? Und Ramattacke, bams! Töten! Au! Geht weg da! Jawoll! Geh weg jetzt! Komm schon, Rainbow Dash, das kriegen wir hin! Kein Problem! Alles kein Problem! Oh, und jetzt bin ich wieder dran! Hep. Und du, mein Freund, du nicht! Verstehst du? Dein Vogel kommt gleich hinterher! Hep. So! Wer will der Nächste sein? Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich fange sie alle ein und wisst ihr was? Ich kenne die Gefahr. So. Musste mal gesagt werden hier. Tschüss. Und runter da. Und zack. Und yams. Schnapp ihn dir. Nein, shit. Shit. Rainbow Dash, komm schon. Kriegst du hin? Was kriegst du hin? Na, müssen eure Feder federn lassen? Hä? 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 Los! Stirb! Hep. Und nochmal, hallo! Und nochmal, tschüss! Bams! Oh, das ist so episch, dieser Luftkampf, ganz im Ernst. Und wisst ihr was? Das Spiel wird noch viel, viel epischer, glaubt mir. Ich erinnere mich wieder an ein paar Dinge. Die sind echt einfach nur gewaltig dargestellt. Das ist echt der Wahnsinn. Jetzt geh doch weg, du Vieh, du! Reicht es dir endlich mal? Offensichtlich nicht. Schnell, jawohl. Rüberspringen. Guten Tag sagen. Und sich gleich wieder verabschieden. So. Das ist aber ein langer Flug hier. Und es wird nicht mal ein Film gezeigt. Was ist, wenn ich schwach? Wie kann ich den erledigen? Habe ich es geschafft? Bestimmt nicht. Was jetzt? Ah, jetzt noch der hier. Wir haben ein bisschen die Ebene gewechselt. Es sieht zumindest so aus. Ist jetzt ein wenig höher als vorhin. Au! Ey, spinnst du? Nicht mein Rainbow Dash, verdammt nochmal. Zack! Ja, runter mit dir, das ist meine Luft hier. Verstehst du? Alles meins. Alles meins hier. Jetzt stirb doch mal. Au, was soll das? Ah, jetzt müssen wir wieder ausweichen, vermutlich. Wow! Runter, Rainbow Dash, komm! Ja, nach rechts, gut. Und dann nach oben. Das ist immer so knapp. Und einfach weg. Ja, einfach weg, super. Das ist mal eine Ansage. Seh nix. Jetzt. Geh weg da. War das gut? Ja, das war gut. So, jetzt aber. Nein, das ist mein Vogel.
Tschüss! Lass mich doch in Ruhe, bist du denn wahnsinnig? Geh fliegen! Wow! Kratos, der kranke Kerl, er kennt einfach mal gar nichts. Rainbow Dash? Rainbow Dash? Wo bist du? Das ist ein wenig hoch, Kratos. Du bist sterblich, ja? Mach doch. Oh, gut. Wow, gut. Alles klar. Kann ich hier noch nach unten? Nö, kann ich nicht. Okay, wir haben uns von Rainbow Dash wieder verabschiedet. Jetzt sind wir bei der Tempel der Lachesis. Lachesis. Okay, die kenne ich jetzt so nicht. Wurde mir nie vorgestellt. Aber das ist wirklich ein epischer Luftkampf, wie ich finde. Sehr cool. Viele Gefahren lauern hier. Wurde uns zumindest gesagt. Und ich habe so die Befürchtung, das stimmt. Oh, alles ist so riesig. Da würde es hochgehen. Da könnte man speichern. Aber bevor ich das tue, gehe ich mal noch... Wow, Kratos, bist du denn verrückt? Geheimnisse, Geheimnisse, Geheimnisse. Zack. Königsfeder. Oh, ja. Noch zwei und dann habe ich mehr Magie. Und das wäre sehr wichtig. Okay, das waren nur Orbs. Ich könnte jetzt eigentlich meinen Bogen verstärken. Aber ich glaube, ich spare lieber auf meine Chaos-Klingen. Nee, was sind es jetzt? Artemis-Klingen, stimmt. Sorry. Aber gut, wir sind jetzt hier bei diesem Tempel und deswegen speichern wir mal. Ist nie verkehrt, wie ich finde. So, die Höhle haben wir hinter uns gelassen. Perfekt. Und jetzt geht's weiter. Schneller, Kratos. Was ist denn los hier? Komm schon. Ah, und wieder an der Decke entlang hangeln. Das ist total cool. Und dann vermutlich hier hoch. Jawohl, hier hoch. So, ist hier irgendjemand? Oh ja, da ist schon jemand. Ah, euch kann ich nicht greifen. Stimmt, irgendwas war da. Ihr seid irgendwie so gut gepanzert. Ja. Halt, jetzt kann ich dich greifen. Und bam! Friss das hier. Alter, kommt noch so ein Typ. Ah, da kommen noch viel mehr. Na klar. Na klar. Stirb. Ich sollte meine Magie nicht so verschwenden eigentlich. Komm jetzt her. Muss mit allen Mitteln versuchen, möglichst viel Schaden zu machen an diesen Typen. Weil wie gesagt, die sind echt nicht so leicht zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Bam. Mein einer oder zwei, das geht ja, ist kein Problem. Aber wenn da mehrere auftauchen auf einmal, dann ist das schon gefährlicher. Den hier, der ist gestunt und bam. Gegen seine Teamkollegen smashen. Den hier nicht, den hier nicht. So. Kratos hatte gerade wieder Bedürfnisse. Au. Oh, der ist weg. Ich hätte auch einfach fliehen können, sehe ich das richtig? Ja, vermutlich. Ha! Aber nicht Kratos. Kratos fliegt. Wow, shit. Da hängen Typen und da vorne, seht ihr? Hunde. Hunde. Wie viele braucht ihr? Ihr haltet extrem viel aus. So, das reicht aber. Hallo, Hundchen. Die sind gefährlich. Auch wenn es nur kleine Hündchen sind, die sind gefährlich. Na, ist noch jemand da? Oh ja, du bist noch da. Wow, wow, wie viele sind da bitte? Wie viele sind da bitte? Zu viele auf jeden Fall. Wow, shit. Au, 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 bist du denn bescheuert? Dreckshöhle. So, herkommen und lass dich umarmen. Was zum? Nein, nein, nein. Und du hier? Zack, 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 zack. Was? Wolltest du mich gerade beißen? Ja gut, du nicht, aber du bestimmt auch.
Und nimm das hier, geh mit deinem Freund spielen. Geh jetzt weg. Darf doch nicht wahr sein. Noch Fragen? Ja, du offenbar ja. Du scheinst es noch... Böser Hund. Du böser Hund. Du scheinst es nicht kapiert zu haben. So. Haben jetzt alle genug? Ah, ich kann die noch hier runterholen. Ja, es bringt mir eigentlich nur ein paar Orbs, aber die sind dann wichtig. Gut, noch mehr? Habe ich alle? Nö, die noch nicht. Noch der da rechts. So. Und da hinten noch die Dinger abholen, die Orbs. Kann ich die Vase kaputt machen? Kann ich. Kann ich. Wow, und seht mal die Aussicht. 3 oder 4 riesige Pferde. Und der hier, diese Leiche, ist ganz wichtig. Ich glaube, die habe ich damals lange nicht gesehen oder nicht gemerkt, dass die wichtig ist. Aber lassen wir das. Halt, da hinten ist noch eine Vase. Das sind noch 3 Vasen. Wieso habe ich die nicht gesehen? Ne, wir erinnern uns, hier liegt ein Typ. Will er was dazu sagen eigentlich? Ne, Kratos nimmt ihn bloß hoch. Alles klar. Ja, ja. Erstmal das hier. Und das hier. Und das hier. Na gut, wir nehmen den Typen schon mal mit. Wir nehmen ihn schon mal mit. Wie gesagt, ich habe so noch irgendwas im Hinterkopf, dass der noch wichtig sein wird. Also nicht er an sich, aber ich sag mal sein Körpergewicht. Ja. Legen den mal hier hin. Holen uns noch diese Truhe. Wir sind ja ein klein wenig angeschlagen. Zack. Und dann mal sehen, was dieser Hebel hier bringt. Das ist bestimmt eine Art Aufzug. Ja, wo es runter geht. Ah, genau. Genau so war's. Und sobald wir das verlassen, ja. Drücke und halte, um an der Kurbel zu drehen. Und so geht das andere Tor auf. Genau, so war das. Genau, genau. Da könnte man sich fragen, hä, wie funktioniert das? Ich weiß es doch nicht. Aber natürlich müssen wir hier einfach diese Leiche hier drauflegen. Zack, da geht nämlich das erste Tor auf und bleibt offen. Und für das andere Tor müssen wir dann, glaube ich, einfach schnell sein. Sieht für mich gerade so aus. Das ist so God of War Mechanik. Und durch da. Ja, hat gepasst. Wo sind wir jetzt hier? Ich gehe mal duschen. Nee, kann ich nicht. Aha. Böse Erinnerungen machen sich gerade breit. Doch nicht? Bahne dir einen Weg zur Insel, Kratos. Denn dort liegt der Pfad zu den Göttinnen des Schicksals. Wieso hilfst du mir, Gaia? Zeus muss aufgehalten werden, Kratos. Dies ist eine uralte Geschichte der Rache. Du kennst den mächtigen Titanen Kronos. So sehr fürchtete Kronos die Vision des Orakels, seine Kinder würden sich gegen ihn erheben, dass er sich dazu entschloss, sie alle zu verschlingen. Hilflos sah Rhea, wie er eines ihrer Kinder nach dem anderen verspeiste. Doch als schließlich das letzte ihrer Kinder an der Reihe war, konnte sie es nicht mehr länger ertragen und ersann eine List, um ihr Kind Zeus zu retten. Rhea befahl dem Adler, ihren Sohn wegzubringen. So gelangte Zeus auf eine weit entfernte Insel, die Kronos nicht kannte. Ich war es, die für ihn sorgte. Ich war es,
die ihn beschützte. Ich nährte seinen Wunsch, Kronos seine Geschwister wieder zu entreißen. Doch mein törichter Akt des Mitleids hat den Titanen nur geschadet. Denn indem wir Zeus retteten, schürten wir den Rachedurst in seinem Herzen. Er verriet uns Titanen, für die Sünden eines Einzigen. Den Sünden des Vaters, Kronos. Ja, Leute, so war das damals. Interessant, nicht wahr? Und jetzt müssen wir irgendwie auf diese Insel dort drüben gelangen. Einfach gesagt, als getan. Aber erstmal würde ich sagen, Leute, das war's für heute mit God of War 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.